Sieger Buchholz und bedanke mich, dass er für uns gekommen ist. Sieger Buchholz ist nicht nur Stadtrat, der ist auch ein guter Musiker. Und der hat uns versprochen, und dass er auch an einer bestimmten Phase des Konzerts oder unserer Veranstaltung auch mit uns zusammen singen wird. Übrigens, er spricht auch perfekt Französisch, wie unsere Sängerin, die dann später zu euch und zu Ihnen kommt, Eden Holland, die aus Israel kommt und die wird heute im Mittelpunkt unserer Veranstaltung stehen. Ich begrüße auch die Eva Opitz, die wir auch sehr gut kennen. Sie ist die Vorsitzende, die neue Vorsitzende des Freundeskreises Tel Aviv Freiburg. Und sie wird heute ein Grußwort sagen zum Yom HaTzmaut und uns erzählen über diesen Freundeskreis. Später, da sind schon einige, begrüßen wir die Sängerin Eden Holland. Übrigens, ich bedanke mich auch bei Edith Wiegler, der hat auch gehört, Eden Holland. Und sie kommt aus Israel, sie ist geboren in Paris, deswegen spricht sie und singt sie auch in französischer Sprache. Sie hat viele Jahre auf der Insel Lavignon verbracht, sie auch erzählt euch und Ihnen über ihr Leben auch selbst. Und ich begrüße dann Sie und euch alle, die, wie gesagt, aus verschiedenen Teilen von Baden zu uns gekommen sind. Jetzt gebe ich dann das Mikrofon zur Begrüßung auf den Erik, aber er hat sein eigenes Mikrofon, perfekt, den Erik Holstein. Bitte schön. Guten Tag, Shalom, noch einmal Shalom. Ich wollte noch mal einfach kurz euch alle zu diesem wunderbaren Feiertag Yom HaTzmaut begrüßen und natürlich alles Beste wünschen. Я просто коротко хотел еще всех вас поздравить с этим прекрасным праздником, Днем независимости Израиля. Сегодня мы подготовили для вас очень, я надеюсь, очень интересную разнообразную программу. И всего вам хорошего, хорошего настроения, здоровья и всего самого наилучшего. Спасибо заранее. Übrigens am 4. Mai haben wir in unserer Gemeinde ein wunderschönes Gebet gehabt, das von dem Neffen, von unserem verstorbenen Heiler, und wir werden jetzt schweigen und unterlegen für ihn, in Kanachayim gemacht war. Und das war zum Yom HaZikaron, zum Tag, an dem wir gedacht haben, der israelischen Soldaten, die an allen Kriegen oder in allen Kriegen in Israel gefallen sind und auch in den Terroranschlägen. Das war am 4. Mai in diesem Jahr, das war so ein trauriger Tag, das war Erev, Abend dieses Tages, und am 5. war dieser Trauertag. Und in Israel ist es so, das hat uns auch Erik Lieber erzählt, dass wo der traurige Tag Yom HaZikaron zu Ende geht, dann beginnt gleich Yom HaTzmaut, ein Tag der Freude. Und normalerweise der Auftakt von diesem Yom HaTzmaut findet am Berg Herzlberg statt. HaTzmaut ist die Wohnung der Dien, die начинается он на горе Герцл, Теодор Герцл, с зажиганием 12 факелов, наверное, потому что 12 колен в Израиле, 12 факелов. И в этом году все 12 факелов были зажжены женщинами. Почему? Потому что это будет год в Израиле, женский год. И на страницах Министерства внешних дел приковано 66, потому что 66-я годовщина, 66 имен женщин, которые в Израиле в различных сферах проявили. Короче, у нас здесь в зале преимущественно женщины, и на самом деле это женский год будет в Израиле. Wir schauen jetzt, wir haben auch im Saal überwiegend Frauen, und das passt auch zu diesen 66 Frauen und zu dieser Jahr der Frauen in Israel auch sehr gut. Jetzt möchte ich, was ich auch versprochen habe, dass wir gedenken unseres Kantors, Joseph Hayoum, der für die Gemeinde fast 15 Jahre, also ganz genau 12 Jahre, aber ja, vor 12 Jahren hat er einen Arbeitsvertrag hier mit der jüdischen Gemeinde unterschrieben, und infolge eines tragischen Unfalls ist er am 27. April gestorben. Er wurde beerdigt am vergangenen Dienstag in Straßburg. Da kamen viele, viele Menschen aus ganz Frankreich und aus Deutschland. Die ganze Familie selbstverständlich war da. Ich bitte dann Sie und euch aufzustehen und schweigen Minute 1.
Я прошу вас почтить память нашего кантора Йозефа Хаюна, который очень ангажит правовыбор у нас почти 15 лет, и мы именно в молчании чтим его память. Он умер 27 апреля в воскресенье, прошедшую неделю тому назад. Минута молчания. Швайн минут. So, und jetzt bitten wir Eva Opitz zu uns, ihr Kurzwort und Ruski Eva Opitz, она председатель общества Тель-Авив Фрайбург и между Тель-Авивом и Фрайбург уже почти отношения городов побратимов. И она расскажет об этом обществе, а я передаю. Bitte schön. Спасибо. Das war so schön. Okay, liebe Frau Katz, sehr geehrter Herr Rothstein, sehr geehrter Herr Stadtrat Buchholz, liebe Eden, lieber Roman und Wendt und liebe Mitglieder der jüdischen Gemeinden mit ihren Familien und Freunden. Frau Opitz, bin jetzt für die Nase, ich heiße die Kunde. Ich freue mich heute an diesem für Israel und alle Freunde Israels so wichtigen Tag Yom HaAtzmaut dabei sein zu dürfen. И очень, она очень радуется тому факту, что она сегодня на этот день Израиля с нами вместе. Ich freue mich auch, hier unseren Freundeskreis Städtepartnerschaft Freiburg, Tel Aviv, Jaffa vorstellen zu können. Я рада представить вам, очень интересно, послушайте, это общество Tel Aviv, Jaffa, Freiburg. In dem Bewusstsein, dass ohne den mutigen Schritt der Unabhängigkeitserklärung ein lebendiger und zu weltweiten Freundschaften fähiger Staat Israel kaum denkbar gewesen wäre. Bis этого шага, который был сделан 66 лет назад, когда была объявлена независимость, так сказать, этого государства, и оно было основано, сегодняшнее существование в Израиле в таком виде было бы невозможно. 1948 ist ein wichtiger Grundstein gelegt worden für partnerschaftliche Beziehungen zu den mit Israel in Freundschaft verbundenen Staaten. В 1948 году, когда было образовано государство Израиль, был заложен также камень отношений, партнерства с другими странами. Daran werden auch die Feierlichkeiten zum 50-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen Israel und Deutschland im nächsten Jahr erinnern. Возобновляются отношения Израиля и Германии, поэтому в следующем году, в 2015, мы как раз отмечаем 50-летие возобновления отношений дипломатических Израиля и Германии. 2015 feiert auch der Freundeskreis, den mein Vorgänger Johannes Rainer mit viel Leidenschaft und Zähigkeit ins Leben gerufen hat. В следующем году также празднуют и юбилей своеобразный. Это круг друзей Тель-Авива, которых основал и сложил здесь во Фрайбурге. Долго им до последнего времени руководил Йоханнес Райнер, которого мы очень хорошо во Фрайбурге знаем. Der Verein, zu dem auch die jüdische Gemeinde Mitglied ist, feiert sein 10-jähriges Bestehen im nächsten Jahr. В следующем году вместе с 50-летием отношений Германии и Израиль отмечает и эта организация, этот круг друзей. Мы являемся как община, также членом этого круга 10-летний юбилей. Ziel war und ist es, mit den Menschen in Tel Aviv ins Gespräch zu kommen, Kontakte zwischen den jungen Menschen zu fördern, Ideen auszutauschen und allgemein Vertrauen zu schaffen. Ziel этого круга друзей было завязать отношения между Фрайбургом и Тель-Авивом, контакты между людьми, молодежь, людьми старшего возраста во всех направлениях, чтобы были контакты между этими двумя городами. Dazu gehört auch der partnerschaftliche Austausch zwischen Kultur, Wirtschaft und Wissenschaft, wie es im Memorandum of Understanding 2012 festgehalten wurde. Wir wollen jedoch eine offizielle Partnerschaft mit Tel Aviv, um die bereits bestehenden freundschaftlichen Bande noch weiter zu stärken. Общество уже делает очень много. Кстати, был в прошлом году подписан меморандум of understanding, своего рода документ, который предшествует официальному подписанию договора о побратимы. И работают по всем направлениям. Культура, искусство, техника, наука и так далее. И мы хотим, чтобы говорить на опыт, что
чтобы отношения друзей или приватист действительно в города побратимы Тель Авив и Хайфа. Ein offizieller Schüleraustausch mit einer Schule in Tel Aviv ist möglich. Die Universität strebt eine offizielle Partnerschaft mit der Universität in Tel Aviv an. Отношения есть между школами в Тель-Авиве и во Фрайбурге. Университет во Фрайбурге также занимается этим, чтобы усилить отношения между связи между университетом в Тель-Авиве и во Фрайбурге. Unsere Gemeindemitglieder, die dann vielleicht auch an irgendeiner Reise, Bürgerreise, auch da teilnehmen, ja? Weil der Wunsch da ist und der Traum auch da ist. Ja? Und vielleicht werden sie diese Träume zur Verwirklichung kommen. Я сказала, не забудьте, а также нас, которые с удовольствием приняли участие в поездках этих в Израиль, и что это для многих большое желание и даже мечта, и чтобы эта мечта нашла свою реализацию, воплощение. Ja, das wäre natürlich, also Bürgerreisen kann jeder von Ihnen mit unserer Bürgerreise jederzeit teilnehmen. Und unsere Vorstellung ist natürlich auch, dass es dann einen, sozusagen einen Gegenverkehr gibt, dass auch Bürgerreisen aus Tel Aviv nach Freiburg kommen. Da ist es natürlich so, dass wir uns alle Bürgerreisen, Thank you.
Erasmus in Israel viel Zeit auf der Insel der Religion verbracht, in Holland, nähe Paris, in der Grandia in Israel. Il a passé beaucoup de temps sur l'île La Réunion et vous allez raconter sur vous après en intéressant. Und Sie werden ein bisschen über Sie, über Ihre Familie erzählen zwischen den einzelnen Songs. Ich werde dann übersetzen, je vais traduire. D'accord. Juste dire tout d'abord, avant que je raconte un peu plus sur moi, que je suis très honorée, très émue d'être ici et de chanter pour ce beau public, pour ce bel événement. Zuerst sagen Sie, dass es für Sie eine große, große Ehre hier in diesem Saal für uns, für alle zu singen. Она говорит, что это для нее очень большая честь сегодня в этот день для нас, для всех петь. Еще раз, давайте поближе выросла, Анна. Zusammenarbeitet jetzt für diese
diese Anleitung. Merci à vous, Lorena. Merci aussi à vous. Et puis là, je vous remercie beaucoup. Et à la main, je vous remercie. J'aimerais expliquer quelques mots pourquoi je suis aussi là et puis bien sûr faire le répertoire de cette de ce concert. Mon histoire commence beaucoup avant aujourd'hui. Mon arrière-grand-père, Benjamin Miller, était un grand chanteur dans sa communauté en Tchécoslovaquie. Der Urgroßvater von Eden war ein großer Kasan, ein großer Kanter in der Tschechoslowakei. Il y avait une chanson qu'il aimait beaucoup, je vais vous la chanter dans quelques instants. Und er hat ein Lied, das sehr, sehr gut, sehr mochte und sehr geliebt hat. Und Eden wird euch und Ihnen dieses Lied präsentieren und wird das singen. Ein anderes Kasan, das war Jom Pra-Pra, Dedushki, который был кантором в Чехословакии, и был одной из песен, которая сегодня будет вам исполнена. C'est la première fois que je suis là en Allemagne et je suis très très émue parce que l'histoire de ma famille vient d'ici. Je suis la troisième génération depuis mon arrière-grand-père qui venait de Tchécoslovaquie. Et cette chanson que je vais chanter, elle rejoint ma famille depuis quatre générations. Sie ist zum ersten Mal heute in Deutschland und das freut sie sehr, und weil Deutschland verbindet auch ihre Familie, kommt auch ursprünglich aus Deutschland, und sie wird auch unter anderem so ein Lied singen, das auch aus der Familie kommt. Она очень, ей очень интересно сказать о том, что в первый раз сегодня в Германии, и семья на протяжении четырех поколений, vier Generationen verbinden auch die Eden auch mit, unter anderem mit Deutschland. Четыре поколения связывают Эден также с Германией, и она будет тоже песней, которая из ее семьи происходит, которую пела ее семья. Pour moi qui viens du monde du jazz et de la musique du monde, je fais beaucoup de tournées dans ce domaine, les festivals de jazz. D'être aujourd'hui ici et chanter la chanson de mes ancêtres, de ma racine, c'est une grande émotion et j'aimerais beaucoup chanter cette chanson que mon arrière-grand-père chantait. Normalerweise singen sie Jazz und sie nimmt auch viel an verschiedenen Tourneen, verschiedenen Festivalen teil. Aber dass sie jetzt und heute für uns die Lieder auf Hebräisch, auch unter anderem aus ihrer Familie, aus ihrer Geschichte, von ihrem Urgroßvater singt, das ist für sie eine große Emotion und eine große Ehre. Она очень много поет джаз, она принимала участие во многих фестивалях джаза и очень часто в турне. Но то, что сегодня она может петь песни на иврите, которые связаны с ее не дедушкой, а прадедушкой, и связаны с ее семьей, это для нее большая честь и большое волнение, волнующее для нее. Et juste pour finir, pour moi la musique c'est la liberté et on vous a préparé un répertoire qui vous touchera parce que c'est les chansons les plus juives pour cette occasion de la fête de la liberté d'Israël. Et donc je suis très fière d'être ici pour cette fête et de vous chanter ce répertoire très émouvant qu'on chante depuis des centaines d'années en fait. Et für Sie auch die Musik und das Lied ist auch Freiheit. Und deswegen ist es für Sie sehr bewegend, dass Sie jetzt bei uns in Freiburg in Deutschland ist und diese Lieder von Ihrer Familie, also die Lieder, die mit der Unabhängigkeit auch von Stadt Israel verbunden sind, das sind auch für Sie heute singen wir. Merci bien.
I'm sure you know the next song. Cool.
alors j'entends en moi mon cœur qui bat. Descendez-vous.
être inconnu, mais dans toute la France, on la croyait oubliée, et pour mieux nous aimer, voilà. Roman Cooper Schmidt, please.
unsere Solistin möchte jetzt nur mit dem Schlagzeug ein spezielles Stück spielen. Сейчас Эдвин хочет сыграть специальную мелодию только сюда. Это песня про тех, кто счастлив в любви. Das Lied ist für die Glücklichen, happy in Afrika. Das ist eine traditionelle jemenitische Melodie. Это jemenitская Мелодия.
Thank you.
uns sehr viel Freude, mit dir zu spielen. Wir haben mit dir geübt heute 2 Stunden und es ist wirklich eine großartige Sängerin und das ist eine Superstar und das ist ein super Geschenk für uns. Wir sind ein Lied von Seh Shalom.
Eden хочет исполнить обязательную мелодию Золотой Иерусалим, Иерушалаем, Шельзахав. Eden möchte unbedingt ein Lied singen, heißt Jerusalem Shel Zahar, Goldene Jerusalem. Eden hat gesagt, dass das Lied, mit dem sie dann
die heutige Veranstaltung, den ersten Teil der heutigen Veranstaltung abschließen möchte. Das ist das Lied, das sie für ihre Großmutter singen wird. Und ihre Großmutter ist gestorben vor einigen Jahren und sie war in Auschwitz. Und es ist für sie, für Elin, sehr wichtig, wo sie dann zum ersten Mal in Deutschland ist, hier in Deutschland auch so ein Lied, und das ist ein Gebet, ein Lied singen für ihre, zu Ehren von ihrer Großmutter. Ich сказала о том, что она напомнила о том, что 15 мая, если это очень волнующе, и она хочет вам спеть в завершении нашей первой части этого мероприятия песню «Память о ее бабушке», которая умерла несколько лет тому назад и которая принесла, которая выжила в Аушвице. И поэтому для нее это волнующе, и она в заключении первой части споет ему эту песню. Мы поблагодарим ее. Спасибо. Moda ani lechanecha, melechai vekuyam, al shekashe meod lichyot be'olamcha atom, al nefesh Thank you.